Meine Damen und Herren, wir starten eine neue Runde. Finalisierung von Monolithischer Keramik, von Lithium Dieselikat oder auch von Zirkon Verblend Keramik mit dem wunderbaren One-Touch-Set, was wir neu hier auf der Messe vorstellen möchten. Neu sind die Erweiterungssets zu dem Basisset, was Sie vielleicht schon kennen. Und Ihre gewohnte Tätigkeit ist, dass Sie immer mit dem Basisauftrag der Paisleys starten. Das machen wir hier auch. Die Masse wird in ausreichender Stärke an der Oberfläche der monolithischen Arbeit aufgetragen und bildet nachher nach dem Brennen einen wunderbaren Schutzmantel, einen keramischen Schutzmantel, der letztendlich die Krone schützt, aber auch das umliegende Gewebe, sprich den Patienten. Ein nächster Schritt wäre vielleicht, dass wir eine kleine Umänderung in der Oberfläche, in der Durchmalfarbe erreichen möchten. Das wäre vielleicht als ersten Schritt eine Schneidemasse. Wir haben mit der neuen Schneidemasse I2 ein wunderbares Mittel, den Original A3 Farbton in der Schneide zu bestimmen. Und das sieht nach Auftrag der Schneide dann so aus. Sie sehen, dass wir genau diesen hellen grau-blauen Stich haben, den auch der Original Vitapan Classic A3 Farbton hat. Und ihre flüssige Schneide ist damit appliziert. Der nächste Schritt könnte sein, dass Ihnen der Grundton doch ein bisschen abhanden gekommen ist. Vielleicht ist in dem Fertigungsprozess aus A2 dann doch A3 oder A3,5 geworden. Und wir müssen jetzt kein neues Gerüst machen, sondern wir vollführen die Änderung, indem wir dann aus der A-Gruppe entsprechend an der Oberfläche wieder die Malfarben applizieren, sodass die Zunahme des Grundtons hier deutlich vonstatten geht. Vielleicht möchten Sie aber auch gerne noch ein paar harte Akzente setzen und so haben Sie die Möglichkeit, eventuell mit Malfarbe kleine wunderbare Effekte zu applizieren, vielleicht ein Schmelzriss oder vielleicht ein Karies-Imitat. Und das malen wir einfach perfekt in die Oberfläche, die wir bis hier schon gestaltet haben, ein. Und da bleibt dann auch die Masse stehen. Ein weiterer Schritt könnte sein, dass Sie die A-Gruppe haben, aber Ihnen gefällt der Rotton, der sich hier in der Keramik dargestellt hat, nicht so ganz. Und dann nehmen wir die Malfarbe Rot Plus. Diese Malfarbe erhöht den Rotwert in Ihrer Keramik. Den Rotwert brauchen wir halt für den Übergang in die Gingiva rein. Sie wissen, dass die Gingiva immer auch in den Zahn und seine Oberfläche zurückreflektiert. Dafür der Rotton und dafür auch diese wunderbare Masse Redshift. Mein persönlicher Liebling, hätte es das schon vor 30 Jahren gegeben, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen schönere Sachen zusammenbekommen. Dieser Rotton steht Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung, einer kräftigen Note, die wir hier aufgetragen haben, und einer etwas leichteren, dezenteren Rote. Die dezente Note ist mit dem Buchstaben R gekennzeichnet und die kräftigere mit dem Buchstaben R+. All das, was wir jetzt gemacht haben, war nur im oberflächlichen Malbereich. Wir möchten vielleicht sogar noch Massen auftragen. Dann nehmen wir aus dem Set die sogenannten 3D-Massen, in diesem Fall vielleicht mal eine Transparmasse. Und diese wird mit dem Fluid Refreshing verdünnt, aufbereitet. Dieses Refreshing Fluid sorgt dafür, dass wir Leisten so auftragen können, dass sie dann auch da an der Oberfläche stehen bleiben. Ich trage die Masse auf und Sie sehen, dass Sie hier eine wunderbar wie polierte Leiste bekommen, an deren Endgestaltung es auch gar nichts zu meckern gibt. Und selbst wenn es Ihnen dann nicht gefallen würde, Sie haben die Möglichkeit, durch Beschliff oder durch anschließende Politur das entsprechend wieder so zu verändern, wie Sie es gerne hätten. Vielleicht möchten Sie auch einen Auftrag in der Schneide als Länge haben, dann wird auch hier durch leichtes Auftragen, und das gewährleistet diese Masse immer,
kommen wir dann zu einem verlängerten Schneide, so wie Sie sehen. Und Sie möchten vielleicht sogar noch einen kleinen einen inzisalen Saum haben. Auch das lässt sich bewerkstelligen. Und Sie sehen, wir nähern uns der Natur immer weiter an. Und die Verblendung bzw. die Oberflächengestaltung kann sich nach Ihren Wünschen gestalten. So, wenn das alles noch nicht reicht, dann geben wir gerne auch noch ein bisschen Gingiva dazu. Wir tragen im Gingiva-Bereich hier jetzt Modifier auf, beziehungsweise als Grundfarbe die Gingiva-Masse Plus. Die Stärke bestimmen Sie, wie viel notwendig ist, aber Oberflächengestaltung ist hier auch weiterhin möglich. Durch einen trockenen Pinsel haben Sie die Möglichkeit, einen deutlichen zervikalen Saum zu erreichen. Wir geben wieder ein klein bisschen Glasur dabei. Eventuell möchten Sie vielleicht auch durch Malfarbe das noch etwas intensiver gestalten. Auch das ist wunderbar möglich, sodass Sie in 0, nix einfach letztendlich die Farbe realisieren, die Ihnen auch vorschwebt. Als Übergangsbereich zu Ihrer Gingiva empfiehlt sich wieder die Gestaltung mit dem Rot. Es sorgt immer für einen weichen, harmonischen Übergang zu Ihrem möglichen Gerüstanteil, den Sie haben. Und so haben Sie in Windeseile und hier eine Keramik aufgetragen, eine neuartige, pastenförmige Keramik, die keine Malfarbe ist, sondern reguläre Keramik, aber eben neuartig in Pastenform für Sie dargereicht.